Guten Tag, meine Damen und Herren. In dieser Demo möchte ich Ihnen zeigen, wie man mit Amazon Route 53, dem DNS-Dienst, ein DNS-Failover einrichtet. Ich habe im Augenblick in zwei verschiedenen AWS-Regionen jeweils eine Instanz meines Blogs laufen. Die hier mit der 54er-IP-Adresse läuft in EU West 1, die hier mit der 107er-IP-Adresse läuft in US East 1. Normalerweise würde man ein DNS-Failover natürlich zwischen Load Balancern machen und nicht zwischen Einzelinstanzen. Für diese Demo soll mir mal die Einzelinstanz reichen. Gut, wie richte ich das ein? Die EU West Instanz soll primär sein, nur beim Ausfall soll die US East Instanz verwendet werden. Dazu gehe ich dann auf Route 53. Ich habe schon eine Hosted Zone eingerichtet, da soll das Ganze dann unter blockcloud-demo.de verfügbar sein. Das erste, was ich machen muss, ist einen Health Check einrichten, das heißt eine Überprüfung, ob meine primäre Instanz lebt. Gehe also auf Create Health Check. Wähle die IP-Adresse aus. Okay. Health Check soll in diesem Fall über HTTP erfolgen. Ich kann auch andere Ports angeben, andere Systeme. Das Ganze soll über blog.cloud-demo.de verfügbar sein. Pfad für die Abfrage ist die Homepage, also Slash, und das ist auch schon mein Health Check. Nach einer gewissen Zeit kann ich dann hier den Status des Health Checks sehen. Gut, den Health Check können wir jetzt für unsere DNS-Failover verwenden. Dazu gehe ich auf das Record-Set und richte ein neues ein. Für meinen Blog, blogcloud-demo.de. Time to live sollte man beim Failover relativ kurz wählen, damit auch tatsächlich der DNS-Failover funktioniert. Wähle hier mal 30 Sekunden aus. Ich könnte auch einen Alias verwenden, zum Beispiel gegen einen bestehenden Load Balancer in einer Region oder ähnliches, spare ich mir hier auch mal. Und gebe dann wieder meine IP-Adresse für den A-Record ein. Gut. Und als Routing Policy habe ich verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Ich kann simple, also ganz normale DNS-Einträge nehmen. Ich kann gewichtet das verteilen. Ich kann Latency-Based Routing machen. Ein anderes Route 53-Feature, was dafür sorgt, dass jeder Kunde zur ihm nächsten Region weitergeleitet wird. Aber in meinem Fall möchte ich halt Failover machen. Gehe also auf Failover. Das soll der primäre Eintrag sein. Ich kann dem Set einen Namen geben. Und für den primären Eintrag möchte ich einen Health Check machen und wähle einfach den Health Check aus, den ich gerade erstellt habe. Okay, damit habe ich den primären DNS-Eintrag für meinen Blog. Jetzt brauche ich einen weiteren, einen sekundären. Gehe also nochmal auf Create Record Set. Trage nochmal blogcloud-demo.de ein, nochmal 30 Sekunden Time to Live und wähle dann die sekundäre IP-Adresse aus. Okay, Routing Policy ist wieder Failover, nur jetzt mit der Einstellung Secondary. Ein Health Check brauchen wir nicht, denn wenn der primäre ausfällt, wird davon ausgegangen, dass der sekundäre verwendet wird. Erstelle den Record Set. Und habe jetzt also zwei Einträge für blogcloud-demo.de. Gut, schauen wir uns das Ganze mal in NSLookup an. Und wir sehen, der Name wird aufgelöst auf meine EU-West-Adresse. Kann man dann übrigens auch im Health-Check-Status sehen. Sie sehen, der Health-Check ist auf 1, das heißt, die Instanz ist gesund. Ich kann das auch sehr schön sehen, indem ich einfach mal auf das Blog gehe. Sie sehen hier, das wird aus EU West 1 bedient. Das heißt, ich bin auf meinem primären Host. Jetzt simuliere ich einen Fehler, indem ich schlicht und ergreifend mal die Instanz in EU West stoppe. Das soll einen Ausfall meiner Instanz simulieren.
Okay. Stoppe diese Instanz. Und nach einer gewissen Zeit wird das bemerkt von dem DNS-Dienst vom Health Check und es wird automatisch umgeschaltet auf die andere Instanz. Das kann man dann auch in der DNS-Auflösung sehen. Wenn ich jetzt ein NSLookup auf den Hostnamen mache, kommt meine US East-Adresse und natürlich auch, wenn ich das hier aktualisiere, dann geht das auf US East. So haben wir also einen vollständigen Failover. Starte ich jetzt diese Instanz wieder, kommt die wieder ins Leben, dann ist es auch so, dass nach einer gewissen Zeit, die EIP muss ich natürlich auch wieder zuweisen, dass nach einer gewissen Zeit wieder zurückgeschaltet wird auf meine EU-Adresse. So viel zu meiner Demo zum Thema DNS-Failover mit Route 53.